Also die Resonanztheorie trägt im Untertitel den Begriff eine Soziologie der Weltbeziehung. Das heißt, es geht mir als Soziologe um die Frage, wie wir genau Stellung nehmen zur Welt als Ganzes, wobei ich die Welt sozusagen ein Sammelbegriff ist, alles, was uns begegnen kann, alles, was wir da erfahren. Ein Teil davon hat auch einfach mit der eigenen Erfahrung zu tun. Wenn ich darüber nachdenke oder nachgedacht habe, wann ich den Eindruck habe, dass mein Leben gelingt oder dass Bedingungen gegeben sind, die Leben gelingen lassen, und wann ich das Gefühl habe, dass ich eher auf eine schlechte Weise oder auf eine unglückliche Weise in die Welt gestellt bin, dann haben sich für mich diese Idee ich spreche ja manchmal von sowas wie einem Resonanzdraht als der Verbindung zwischen mir und Welt. Das war fast eine physische Erfahrung, dass immer dann, wenn sich so etwas einstellt, ein interaktives, dialogisches Verbundensein, das Leben dort gelingt. Und dort, wo dieser Draht zerschnitten ist oder starr wird, dort haben wir es eher mit problematischen Selbst- und Welterfahrungen zu tun. Dass Menschen Resonanzwesen sind, das kann man vollständig metaphysikfrei beschreiben. Ich glaube aber, dass das irgendwie deutlich macht, wieso wir metaphysische Bedürfnisse haben. Da kommt das ins Spiel, was ich als horizontale, nein, als vertikale Resonanzachse beschreibe, dass wir nämlich einen Sinn dafür brauchen, wie wir mit der Welt oder dem Leben oder der Natur als Ganzer in Verbindung stehen. Weil wenn man die Bibel liest, sieht man schon, erstens, dass es ein Dauerdokument ist des Rufens und Schreiens und Flehens und Bittens um ein Antwortverhältnis. Und sie gibt diese Gegenversicherung, da ist einer, der dich hört und sieht und auch Wege zu dir finden kann. Und ich finde es interessant, wenn man zum Beispiel, wenn man sich die Bibel anguckt, der die Idee hat, dass uns Gott Leben einhaucht oder bei unserem Namen gerufen hat. Das sind alles so Resonanzmomente, die Menschen davon überzeugen können, dass an der Wurzel ihrer Existenz nicht das feindliche oder schweigende Universum liegt, sondern eine dialogische Beziehung von mir aus mit Buber gesprochen. Und deshalb glaube ich, die Resonanzsehnsucht, das Resonanzkonzept macht uns deutlich, wieso wir metaphysische Ideen dieser Art entwickeln und haben. Aber sie basiert nicht selber auf einer metaphysischen Wahrheit oder Idee. Sünde ist eigentlich der Zustand der Antwortlosigkeit oder schlimmer noch, die Sünde ist die Haltung, die einem glaubt, nicht mehr resonanzbedürftig zu sein, also schon Antwort genug zu sein in gewisser Weise. Bei Martin Luther gibt es ja die Idee, die in sich gekrümmte Seele. Und ich würde also sagen, der Zustand der Sünde ist der Zustand dessen oder der sich gar nicht mehr affizieren lässt, nicht mehr erreichen lässt und der deshalb das gar nicht mehr kennt, dieses Hören und Antworten. Und ich denke, ja, die christliche Lehre der Nächstenliebe und auch der Fähigkeit zu verzeihen, also schon im Vater Unser zum Beispiel, die könnte da sozusagen so ein Verflüssigungsmoment liefern, das durchaus wichtig ist. Wenn Sie sich katholische Praktiken angucken, mit der Bekreuzigung, mit dem Weihwasser, da werden immer versucht, sowas wie einen inneren Kontakt herzustellen. Auch sie bekreuzigen sich an einem Kreuz. Das Wegkreuz ist irgendwie ein Moment des Präsentmachens einer höheren Kraft. Und der Protestantismus hat Gott ganz, also jedenfalls einige Bereiche davon, ganz ins Jenseits gemacht. Eigentlich auch als das ganz Unverständliche. Der spricht nicht zu mir, der ist nicht in Kontakt zu mir, der reagiert nicht auf mich. Ja. Die ganze moderne, vielleicht überhaupt die abendländische Kultur hat tatsächlich eine interessante Trennung gemacht, dass die Resonanzfähigkeit auf die Seite des Weiblichen schreibt und die instrumentelle Beherrschung den Männern zuschreibt. Also die Idee ist irgendwie, Frauen sind empathischer, ja, sie sind sensibler auch für ihren eigenen Körper und für ihre eigenen Gefühle zum Beispiel, vielleicht auch leidenschaftlicher, wohingegen der Witz beim Mann gerade der ist, dass er kalt ist, dass er nicht weint, ein Junge weint nicht zum Beispiel, dass er den kalten Verstand einsetzt und nicht das warme Gefühl, und das war mit weiblich gemeint. Also es gibt fast unsere, wenn man das durchgeht, was angeblich weiblich und was angeblich männlich ist, dann stellen sie fest, dass die Resonanzfähigkeit wird mit dem Weiblichen konnotiert und die entfremdete oder die stumme Weltbeziehung mit dem Männlichen. Und Jung, da wollte ich darüber nachdenken, ob möglicherweise, weil Kinder sind, glaube ich, von Natur aus Resonanzwesen, die reagieren auf die Welt leiblich und auf alles andere Weise. Tatsächlich hätte ich Probleme mit fundamentalistischen Einstellungen, wenn die praktisch, also eine Resonanzbeziehung setzt voraus, dass da zwei Entitäten, sag ich mal, von mir aus kann man auch zwei Subjekte sagen, miteinander in eine Art von dialogischer Beziehung treten. Aber diese dialogische Beziehung ist nicht, der eine spricht und der andere hört oder folgt, sondern beide entwickeln ihre eigene Frequenz. In meinem Buch heißt es dann ganz häufig auch die eigene Stimme. Und das setzt natürlich voraus, dass ich die eigene Stimme überhaupt erst hören kann, dass ich sie erforschen kann und auch hörbar machen darf, und zwar angstfrei. Sobald ich unter Angst stehe oder unter Druck,
verliere ich eigentlich die Resonanzfähigkeit. Dann versuche ich es richtig zu machen oder gut zu machen, aber ich bin gar nicht in der Lage, eine eigene Stimme zu entwickeln oder zu entdecken. Und in dem Moment, wo ich praktisch, also zum Beispiel Homosexualität oder natürlich auch der Umgang mit Frauen, wenn ich denen einfach vorschreibe, wie sie zu sein habe und ihre Ausdrucksmöglichkeiten limitiere, dann unterdrücke ich sozusagen ihre Eigenfrequenz. Da geht es dann nicht mehr darum, die eigene Individualität hörbar zu machen und ich finde übrigens durchaus dann auch zu verändern in den Austauschbeziehungen. Aber alles, was mit Repression zu tun hat tendenziell oder eben zu sagen, wenn du schwul bist, bist du sündig, das ist wie Festhalten der Seite. Ja? So darfst du auf keinen Fall schwingen. Plus dann noch der Angst, wer so lebt, kommt sowieso in die Hölle oder was weiß ich was oder ist verworfen. Oder das ist Resonanzverhinderung auf der Subjektseite. Ich würde umgekehrt sagen, dass vieles der modernen Gesellschaft ausschließlich den Fokus auf dem Subjekt hat und sagt, du musst ganz frei schwingen, was ich wichtig finde. Aber da vergisst man das, um in Resonanzbeziehung gehen zu können, auch dazu gehört, auf der anderen Seite eine Stimme zu hören, von der ich glaube, dass sie mir was zu sagen hat, dass sie wichtig ist und dass sie vielleicht auch was anderes sagt, als ich bin. Das kann die Natur sein zum Beispiel, also von mir aus ein Berg oder ein Wald. Es kann Kunst sein, ja? Vielleicht gerade da, wenn ich das Gefühl habe, ich verstehe das nicht richtig, ein Bild oder so oder ein Musikstück, aber da ist was, ja? Dieses Gefühl, das spricht und das ist irgendwie wichtig und wir könnten möglicherweise diese zweite Seite verlieren. Natürlich kann auch Religion so sein, die hatte genau häufig diese Funktion. Also das Gefühl, ich verstehe das nicht, also die Bibel ist ja auch wirklich ein Ausdruck davon oder vieles in der Theologie, wir können Gott nicht verstehen. Es ist nicht so, dass uns seine Stimme offen wäre, aber Christen oder religiöse Menschen haben das Gefühl, da ist etwas, das spricht und damit muss ich mich auseinandersetzen. Mhm.